was hält länger? Ja, das fragt ja jeder, das ist irgendwie komisch. Sind wir auf der richtigen Party oder was? Keiner kennt den Hedlinger, ja? Güni, Thomas Hedlinger, ja? Was kannst du über ihm sagen? Ja, ich kann über den Thomas sagen, ja. Das reicht schon, danke. Thomas Hedlinger, sagt Ihnen der Name was? Nicht unbedingt, oder nicht auf der Stelle. Muss ich mal was sagen? Gibt es irgendwas, was du über den Thomas was Nettes sagen kannst? Das tut mir wirklich leid, das fällt mir sehr schwer, aber Happy Birthday, alles Gute, lieber Thomas. Ich habe mir glaube ich, 100, was haben wir letztes Mal voriges Jahr gehabt? 100? Das ist 101 noch. Ja, 101, ja. Okay, ja. Ja, gehen wir weiter, vielleicht finden wir irgendwann gescheiten. Ja. Alles Gute! Hallo, alles Gute! Das Riesenpaket ist von der Heidi, das andere ist von uns drin. Bitte sehr, super, danke. Alles, alles Liebe, gell? Alles Gute! Man verdient, dass das nicht ist, weiß ich eh, aber ist ja wurscht, ich gebe das trotzdem. Ah, Rapidini! Aber es ist ein bisschen makaber, weil du bist. Prost! Also, für unseren Thomas, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Thomas, Happy Birthday to you, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Also, Happy Birthday, lieber Thomas. Danke. Auch ich habe zu danken. Ja. Das ist sozusagen die Tradition, die ich voriges Jahr ins Leben gerufen habe. Thomas, du kannst ruhig bei mir bleiben, ja? Komm her, Thomas, ja? Pass auf, ich mach dir es auch ganz einfach, ja? Ich möchte an dieser Stelle, also die Tradition ist das, die alle voriges Jahr da waren. Er kriegt natürlich von mir auch Geschenke, ja? Geschenke, ja? Also du kriegst relativ viel immer wieder von mir. Warum, weiß ich nicht, aber... Schwedenbomben, ne? Da habe ich keine mit heute, ja? Ich schwöre das, ich habe keine mit, keine Schwedenbomben, ja? Wirklich nicht, das ist was anderes, ja? Unsere Freundschaft, ich will dir eigentlich zeigen, wie sehr ich dich liebe, ja? Wirklich, ja? Da habe ich heute was ganz Besonderes für dich, dass man sieht, ja, wie sehr ich dich liebe. Außerdem haben wir immer wieder gesagt, es ist bei gewissen Dingen, es ist scheißegal, ob in der Freundschaft welche Farbe, ja, ob das jetzt politisch ist oder sportlich. Wir pfeifen sowieso auf die Farbe, ja, wir gehen miteinander aufs Navi, alles, wir sind Freunde, egal was ist. Ja. Egal wie viel Scheiß 2 Euro ihr zahlen habt müssen voriges Jahr, weil sie ja so gut gewesen sind. Ja. Also ein Schweinderl hat gerade gelebt. Ja. Also, was ich haben, das 2 Euro Schulz. Ja, aber das heuer gibt es kein Schweinderl. Aber ich zeige dir jetzt, wie sehr ich dich liebe. Ja. Weil nämlich, Christian, schau mal,
Ich bin so mit grünen Socken gekommen. Alter, das ist nur für die, ja? Wirklich, ich hab mir welche gekauft. Schau, wirklich, glaubst du mir's glauben? Ja? Das ist nur für ihn. Für die nicht, so für ihn, ja? Das, beide Seiten. Also, mach mal die Unterhosen. Wir, was? Das ist braun. Da habe ich mein herbstliche mit. Vorne gelb, hinten braun. Ja. Das ist super, ja. Was? Also, das ist wirklich jetzt, da zeige ich dir, was ist. Ist eh alles drauf, oder? Ja. Ist alles drauf. Sehr gut. Jetzt kriegst du aber Geschenke von mir, ja? Da warte ein bisschen. Ich glaube, ich krieg die Socken. Was? Na, du willst nicht, dass ich es ausziehe. So, was habe ich jetzt da? Schau, mein erstes Geschenk an dich ist, du hast dich so beschwert das ganze Jahr lang, ja? Hast überall diese blöde Geschichte von den Schwedenbomben erzählt, ja? Stimmt das, oder? Ja. Ja, überall ist das erzählt, ja? Ja, wir haben jetzt kannst du ein Jahr lang was anderes erzählen, ja? Weil ich habt ja nicht gegen die Schweden verloren, ihr habt gegen die Schweizer verloren, du kriegst ein paar Klementaler, ja? Das ist einmal. Das hat 3-2 Wochen, dann hast du, weißt das vielleicht nicht selber, ja? Aber du bist immer fix und fertig, ja? Und merkst gar nicht, wie, ja? Ich habe da jetzt eine Flasche Baldi reingebracht. Das ist, die haust du dann auf einen Zucker drauf, den Zucker habe ich jetzt nicht mitgebracht, ja? Das ist für die Veranstaltungen, wenn du magst, dann wirst du viel ruhiger werden, dann verstehst du mehr, was andere machen. Und Apotheke im Stadionzentrum. Nein, Center heißt das, gell? Center? Im Stadionzentrum. Baldrian Tinktur. Aber so, jetzt mein drittes ist das, ich wollte eigentlich... Ein Schafskas und eine Tinktur. Nein, das ist ein Emmentaler, ja. Mein drittes habe ich jetzt, das ist irrtümlich, ich weiß, du bist 54, aber es hat nichts mit 54 gegeben, jetzt habe ich was mit 60 nehmen müssen. Aber das ist wurscht, wenn du das nicht aufmachst, ja. Ich wollte auch Taschentücher kaufen, aber das bei dem, was du herumrehrst, immer, das habe ich mir jetzt genommen, mit Servietten, das ist mehr. Falls du es nicht aufmachst, das Packerl, dann schenkst du mir nächstes Jahr, dann habe ich ins 60er, ja. Also ist kein Problem, kriegst den. Nach 54 hat es nicht gegeben, also das war die nächste Grenze, ja. 60, ja. Alles Gute zum 60er, ja, das ist das Ding, ja. Warte, ich hab dann noch was mitgebracht. Nein! Also entschuldige, das war irrtümlich. Warte, das habe ich irrtümlich eingepackt in Austria-Schal. Also, entschuldige, ja. So. Ich hab nur zwei Sachen. Nein, ich will ihn nicht mehr haben, du kannst ihn haben. Ich brauch keine Freunde und die schon gar nicht. Ja. Gut, du suchst einen Freund, den vergisst nie wieder. Du bist der Erste, der sozusagen einen Ehrenfleckerlteppich erhält, ja. Nämlich einen ganz einen großen. Ja, das tut mir leid, dass er jetzt die Farbe hat, da kann ich nichts dafür, aber das hat uns ein Fan gestrickt, ja. Aber du kriegst jetzt in Ehren, das ist der größte Fleckerlteppich, den es momentan gibt, okay. Ja, der gestrickt worden ist. Ja, ja, der kommt auf die Toiletten, ja. Das ist wurscht. Wo jeder, außer du hast, diese Gehhilfe brauchen, was ich dir da mitgebracht habe. Er hat mir nämlich geschickt, er braucht einen Rollator, ja. Ein Spaß hat er gemacht, aber mit mir kann man keinen Spaß machen. Den kannst du aufblasen, ja. Das ist ein aufblasbarer Rollator, ja. Und den kannst du dann in 25 Jahren brauchen im Stadion. Vielleicht wird es einmal Master, ich weiß keine Ahnung, aber es ist wurscht. Also das blasen wir dann auf, ja. Das machen wir was miteinander, ja. Ich gebe dir jetzt nur symbolisch was in die Hand. Das ist ein Buck, ja. Und ich lade dich recht herzlich ein, 2019 zur Eishockey-Weltmeisterschaft, das ist noch vor dein 55er, ja, das ist, ja, zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Slowakei. Wir schauen, dass die Kanadier, wenn es geht, ja, in Bratislava ein Viertelfinale, vielleicht ein Halbfinale oder ein Finale haben. Und wir zwei fahren nach Bratislava und schauen uns das Match an, du bist herzlich sein. Heute mit dir versteckt in deine Augen. Wir sind mal stundenlang so viel. Lass mich einmal nur zurück auf die See. Wir sind alle über 40, hart im Leben,
nicht vermisst, tiefe Spuren in manchmal braucht die Seele nicht. Wir drehen auf. Jetzt du, Hahn auf den Tisch. Hahn auf den Tisch. Es ist egal, wie alt du bist. Alle! Wir sind alle Bruders aus Stein. Damals wurde Geschichte geschrieben, als sollte unendlich sein. Man hat riesige Tempel gebaut, aber nie in die Seele geschaut. Das achte Wunder dieser Welt ist die Liebe. When I was young, a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? That's what she said to me. In Sarah, Sarah, whatever will be, the future's my eyes to see. In Sarah, Sarah, what will be, will be. When I give up, my sweetheart, what lies ahead? Will I have rainbows day after day? That's what your sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Mit grauem Haar und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Wer? Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Du magst den Refrain. Aber nicht einmal. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn der Mauch wäre, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Jetzt geh's aber dir. Denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein. Die Sonne und du. Gehört dazu. Die Sonne und du. Und da die Hülle hast hinter dir von Ruhm und Glanz ist wenig über. Sag mal, wer zieht noch den Hut vor dir? Außer mir. Ich kenn die Leute, ich kenn die Leute, die Dummheit, die...
doch schmilzt das Eis von Männersee wie von einem Gletscher im April. Aber wenn wir schon vergessen haben, dann du. Ich bin dein Opfer, du mein Strand. So wie dein Wasser teuerwärts riecht und widerständig und so hört, fast wie die Tränen von einem Kind. Wir haben mein Blut auf einmal schnell, sag ich am liebsten der Welt voll Stolz. Und wenn ihr wollt, sag ganz allein, I am from Austria. Gibt es irgendeine Episode, die du gern erzählen möchtest? Ja? Irgendein Schwank aus eurer Jugend oder was weiß ich? Ja? Da gab es viel. Du müsstest schon fast ein Birkel schreiben drüber. Na, so viel Zeit haben wir jetzt gerade nicht. Ja? Na, nur eine Kleinigkeit. Ja, eine Kleinigkeit. Jetzt nicht sein. Na? Wieso kennst du den überhaupt? Arbeitskollege gewesen. Früher. Und noch immer. Irgendwie. Und guter Freund mittlerweile. Ja. Wirklich? Sehr guter, ja. Wie gut? Ganz gut. Ganz, ganz gut. Also, warte, geh mal, warte. Ja, was haben wir schon? Sie haben schon gemeinsam gebadet. Okay. Also, na, aber wir haben es ja. Also, das passt schon, ja. Gibt es irgendeine Episode oder was ihr miteinander erlebt habt? Ja, in den letzten 4 Jahren gibt es eigentlich mehrere. Er ist bei mir Stammgast, ich bin bei ihm Stammgast. Wo ist er der Stammgast? Na, bei uns zu Hause quasi, bei den Neandertalern, in Wiener Neustadt draußen. Okay, ja, das ist was, ja. Also, wir kennen euch wie lang? 4 Jahre. 4 Jahre, ja. Ihr habt aber noch nie miteinander gebadet, oder? Nein, gebadet haben wir noch nicht, aber. Okay. Ja, das lassen wir die anderen, ja, das ist auch gut. Ja, ist allein, wenn der Kerl hat heute Geburtstag, wir machen Party für ihn. Okay. Passt! Das war's? Ja, das war's. Na gut, der redet so wenig, wie der singt, ja, das passt schon, jetzt gehen wir weiter. Ja. Thomas Hettlinger, etwas, wie lange kennst du den Thomas schon? Einige Jahre schon. Ja. In eurem Alter kannst du ruhig die Jahreszahl sagen, das ist kein Problem. Ich merke mir das nicht mehr. Entschuldigung, in dem Alter hat man das Langzeitgedächtnis, da merkt man es nicht, was man gegessen hat. Ja. Aber weiß ich gar nicht mehr, was ich gegessen habe. Nein, ich kenne ihn schon lange. Ja. Von wo kennst du? Von einem Café aus, von 14. Bezirk. Okay, also Hütteldorf. Okay, das wird jetzt wird's niveaulos, jetzt geht ich dann wieder. Ja. Warum bist du überhaupt da? Wegen einem Fleckerlteppich. Danke, sehr lieb. Ja. Also außer den Lügen, was weißt du noch? Nein, wir sind wegen dem Thomas natürlich da. Wieso? Weil er Geburtstag haben sollte. Gehabt haben sollte. Genau so auf die Art nicht. Das heißt, glaube ich, vor 2 Tagen. Richtig, ja. Und was verbindet dich mit dem Thomas? Ja. Euch, ihr kennt es miteinander. Ja, naja, wir kennen ihn eigentlich aus Hütteldorf, aber wenn du das nicht gern hörst. Kaffee. Ist halt ein Bezirk, ja. Was? Ja, genau. Und ich von Facebook. Und wie lange schon? Also wir kennen ihn gute 5 Jahre werden es sein jetzt. Und ihr geht sozusagen auch zu allen Veranstaltungen, was ihr macht, oder? Ja. Naja, immer wieder, wenn sie ausgeht. Geht es ja irgendwas Nettes über ihm sagen? Immer, ja. Nur Nettes? Naja, sehr karitativ unterwegs. Er hat für uns zum Beispiel, für mich an der Kinderklinik für die Kinderdialyse, haben wir gesammelt und da hat er auch mit dann. Also, es war toll. Ein Freund, wenn man ihn braucht, geht man zur Stelle. Das war ein schönes Wort. Jetzt gehen wir weitergehen. Was gibt es Schönes oder was gibt es Gutes über den Thomas zum Song? Oje, das war jetzt, glaube ich, nicht das Richtige, was wir hören wollten. Thomas, ich glaube, das streichen wir dann, ja. Also, etwas, was ich als riesiges Kompliment empfunden habe, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Seine Mama, die Seka und ich, wir haben uns kennengelernt. Der Thomas hat das irgendwie miterlebt, aber hat sich dabei nichts gedacht. Wie alt war denn der Thomas? 18, 19, so ungefähr. Und eines Tages musste natürlich, als wir uns entschlossen hatten zu heiraten, musste die Seka, die Mama, ihm sagen, du pass auf, du kennst eh den Herrn Ehrengruber, hast du schon gesehen, wir sind beim Überlegen irgendwie zu heiraten. Das ist ja immer ein bisschen eine hakelige Sache, nicht? Und weißt du, was seine erste, spannend, ich war nicht dabei, ich weiß es durch Erzählungen, sagt er, du glaubst du,
dass er mir erlaubt, dass ich Papa sage. Na, ist das nicht? Ist das ein das ist belastend. Das ist super. Das ist sowas. Ja. Das also ist aber so typisch Thomas, oder? Aber, ja, typisch Thomas. Heute weiß ich. Damals war er für mich ein Bruder. Heute ja nicht in der Wohnung der Stecker in Simmering gewohnt, sondern beim Papa im Unterkrieg. So hat es einmal angefangen. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht sagen. Das ist schon so schön. Es gibt eine Metapher Liebe am ersten Blick oder so irgendwie. Wir denken natürlich auch sehr viel gleich, sein ganzes soziales Denken. Das deckt sich praktisch mit meinem. Und zu deiner Frage, was noch Schöneres gibt es eh nicht. Das war wie eine Liebeserklärung, ist das Ganze. Ja. Das geht schon los? Es geht los. Entschuldigen, darf ich den Herrn Keglewitz ganz kurz stören? Klargartenverein TV. Nur eine Frage, der Name, also wir sagen gleich mal jetzt eine Urlegende von der Rapid, ja. Christian Keglewitz, ja. Du wirst heute noch staunen, was ich alles noch über die Lippen kriege, ja. Ehrlich gesagt, ja. Aber es geht eigentlich um einen Thomas, ja. Thomas Hettlinger, was verbindet ihr mit dem Thomas Hettlinger? Der Thomas Hettlinger, was verbindet mich? Also, ja, eine lange Zeit. Fast 20 Jahre, kann man fast sagen, an Freundschaft und ja, Fußball, gemeinsame Liebe, Rapid zum Beispiel. Ja. Aber das Wichtigste war, dass ich... Nein, das muss drinnen bleiben, sonst rede ich nicht mehr weiter jetzt. dass er quasi das gefördert hat, dass ich meine Frau heiraten habe können und da schöne Abende organisiert. Und dann schlussendlich ist es in dem ausgeartet, dass wir dann die Hochzeit bei ihm auch ausgerichtet haben und bis heute immer noch. Und für das bin ich ihm sehr dankbar, für die lange Freundschaft und eben für diese schöne Zeit und sehr bewegende Zeit zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, und sowas verbindet und das lässt dann nicht aus und da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Das war der Erste, der seriös gewesen ist da bei der Veranstaltung. Ja. Danke recht herzlich. Ja. So. Grüße, Herr Kobleder. Grüße Sie, Herr ja. Beckel-Deppich. So, wir lassen ihn zuerst einmal. Ja, wir haben das schon beim Herrn Gründorf gehabt, oder was? Man muss immer recht geben bei solchen Leuten. Gell? Ja, ist schon in Ordnung. Ja. Thomas Hettlinger, ja. Was ruft das hervor? Ja? Jetzt kein Schauer über den Rücken, oder hoffentlich? Ja. Manchmal Albträume. Warum? Mit seinen Terminen, die er immer hat, für seine Plakate. Also ja, du machst ja sozusagen Grafik und druckst alles für ihn, ja. Was ich gesehen habe, die letzte sogar in Violett, ja. Das ist ja danke sehr nett, ja. Ja. Aber wie lange kennt ihr euch hier schon? Circa jetzt 4 Jahre. Erst wirklich so kurz erst, ja? Das ist einer von den ganz kurzen sozusagen, ja? Ja, richtig. Ganz kurz, aber dafür sehr intensiv. Intensiv. Vom beruflich oder was? Oder beruflichen Geschichte eigentlich eine sehr intensive Freundschaft geworden. Und ich muss ehrlich sagen, der Thomas ist eigentlich einer der wenigen, der mir wirklich Tag und Nacht anrufen kann. Wo ich auch anhebe. Muss ich auch sagen. Okay, das ist was Schönes. Ich habe geholfen und aus dem ist das entstanden. Und mittlerweile kennen wir uns, wie gesagt, sehr gut. Und er ist einer der wenigen, die mir wirklich Tag und Nacht anrufen können. Und wenn er Hilfe braucht, Hilfe haben. Da denke ich nicht einmal eine Sekunde nach. Das ist schön, ich brauche gar nichts mehr fragen, was sich miteinander verbindet. Ja. Ich glaube, das ist ein Schlusswort, das ist herrlich. Ja. Dankeschön. Hätten wir gesagt, stell dich her, dann wird's. Und tschüss. Thank you.